Mein Name ist Evelyn Regner, ich bin Wienerin und ich bin sozialdemokratische Abgeordnete im Europäischen Parlament seit 2009. Meine Themen: Frauen, Finanzen, Sozialpolitik. Mir ist es ganz, ganz wichtig, dass wir auf europäischer Ebene etwas tun, dass alle Menschen ein gutes Leben haben können. Und das klingt so einfach und ist so unendlich schwierig, gerade jetzt in der Corona-Krise, wo wir sehen, dass bestehende Ungleichheiten verstärkt werden. Ich bin die Vorsitzende des Ausschusses für die Gleichstellung der Geschlechter und Frauenrechte. Und ich bin Mitglied im Ausschuss für Steuern sowie im Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft. Und daher passt das zusammen: Frauen, Finanzen, Sozialpolitik und Jobs. Und deshalb bin ich natürlich auch im Ausschuss für Sozialpolitik und Beschäftigung, bin eine Gewerkschafterin, nicht? Und ich glaube, das hört man gleich durch. Also die Arbeit im Europäischen Parlament frisst irrsinnig viel Zeit. Sie ist aber eindeutig mein Traumjob. Also ich habe mir nie gedacht, dass ich einmal im Europäischen Parlament Abgeordnete sein werde. Also ich finde das ganz großartig, finde das ganz fantastisch. Aber ich kann sagen, im Europäischen Parlament zu arbeiten bedeutet, sich reinversetzen in das Denken von vielleicht französischen Frauen, von nordischen Männern, von Arbeitslosen in Süditalien. Das heißt also, wir müssen sehr neugierig sein und das finde ich ganz einfach großartig. Und natürlich geht es immer darum, ein kleines Stückchen dazu beitragen, dass Europa gerechter wird. Also zusammenhalten ist die Devise. Mir ist ganz wichtig, dass jedes Unternehmen seine Steuern zahlt. Damit wird die Gesundheitsversorgung für die gesamte Bevölkerung hergestellt. Damit haben wir die Infrastruktur, Digitalisierung, Schulen und so weiter. Das heißt, jeder zahlt seine Steuern, zahlt seinen Beitrag. Große Unternehmen tun das systematisch nicht. Und ich wünsche mir so sehr, dass Mitgliedstaaten, ja, die da auf der Bremse stehen, endlich von dieser Bremse runtergehen. Das Europäische Parlament hier ist echt ein Motor für die Bevölkerung. Ich wünsche mir ein Europa der sozialen und der Steuergerechtigkeit und dass deshalb meine Tochter und mein Sohn noch begeisterter sind als ich von der Idee der Europäischen Union.